Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Outer Worlds. In den letzten Folgen haben wir einen Notruf erhalten, hier von Roseway, und haben uns hierher begeben, um diesen jemanden aufzusuchen. Wir haben ihn auch gefunden, doch leider stoßen wir jetzt momentan gegen ein kleines Problem, und zwar sind die Gegner ein bisschen sehr stark. Wie wir das Ganze lösen, das erfahrt ihr in der heutigen Folge. Viel Spaß! Hier sind jetzt andere Gegner. So ein Scheiß. Was mit den Hunden? Jetzt muss ich erstmal denen vorbeikommen. Okay. Folgende Taktik. Zuerst die Kleinen, dann den Großen. Und jetzt laufen. Einfach laufen. Oh Mann, die Mütter waren perfekt. Wieso sind jetzt die Wichser da? Ich mag die Dinger nicht. Ja, er läuft weg. Habe ich die Kiste hier vergessen? Da waren schöne Mütter. Lauf nicht weg, Kleiner. Lauf einfach nicht weg. Das ist eine gute Taktik. Oh, bist du so weit weg? Ha, ich bin hinterm Stein. Was willst du jetzt machen, ne? Kollege. Okay, ich sehe schon, was du jetzt machen willst. Nein. Wo sind die schönen Mütter hin? Die Mütter waren toll. Wahrscheinlich sind die immer noch da. Da liegt eine Leiche. Achso. Ne, hier ist die Distillerie, ja. Okay, Leute. Gleiche Taktik hier an der Stelle. Zuerst die Kleinen ausschalten, dann den Großen. Falls der noch hier ist. Ja, da ist er doch. Wo sind deine kleinen Freunde? Da ist einer. Aber vorher. Wo haben wir das? Ja. Jetzt krieg ich die aufs Maul, Freunde. Hehe, einer tot. Ich glaube, ich habe ihn nicht getötet, ne? Nein, ich habe ihn nicht getötet. Scheiße. Wieso habe ich die nicht getötet? Oh Gott. Mist. Jetzt kriegt er sein Leben wieder zurück. Ah, ist das bitter. Ah, ist das bitter. Ich hätte die Möglichkeit, den zu töten. Aber ich habe zu viele Fehler gemacht. Scheiße. Ah! Oh Mist! Warum sehe ich die nicht? Will sich hinter diesem Scheißhügel verstecken. Warum dauert das so lange zu schießen? Scheiße. Ah, warum? Lass mich doch einen von euch töten. Nur einmal kurz töten. Mehr will ich doch nicht. Vielleicht werde ich das Magazin doch erhöhen hier. Ignorieren wir sie. Scheiß drauf. Es lohnt sich. Es lohnt sich einfach nicht. Das ist zu viel Aufregung. Was bist du denn? Roboterwachposten. Eine Schlange hat er auch mitgebracht. Okay, wenn ich dich töte, kriege ich ein bisschen Leben zurück. Ist hier alles clean? Oder tötet mich was von hinten, wenn ich hier eingreife? Alles klar, Mr. Roboter.
Okay. Zeit, die Pistole rauszuholen. Nicht töten, bitte. Läufst du etwa weg? Hallo? Scheiße, noch ein Roboter. Nimm meine Sniper-Schüsse. Ich habe das Gefühl, wir müssen woanders hin. Wir sind irgendwie die Gegner ein bisschen zu stark. Der Baumtrick. NPCs hassen diesen Trick. Ich will gar nicht wissen, was in diesem Gebäude abgeht. Oh. Wieso habe ich nicht geschossen? WTF? Schieß doch! Jetzt! Schieß doch! Er schießt nicht! Wieso schießt er nicht? Er schießt nicht! Was ist mit dieser Scheißpistole kaputt? Oh, die Pistole ist kaputt! Ich verstehe es jetzt! Oh mein Gott! Nein, lass mich in Ruhe! Scheiße, Mann! Ich verbrauche alle meine Heilung. Pneumatischer Kolben. Roboterphobie. Robotereinheiten versetzen dich in Panik. Wenn deine Gruppe von einer Robotereinheit angegriffen wird, sinkt die Leistungsfähigkeit im Kampf. Effekt: Phobie, Geschicklichkeit, Wahrnehmung, Geisteshaltung. Meine Gruppe. Ich weiß nicht, also Roboter werde ich wahrscheinlich öfters sehen, ne? Geisteshaltung, Wahrnehmung, Geschicklichkeit. Ja, Geschicklichkeit ist kacke. Alles andere, ja gut, aber Geschicklichkeit kann ich wirklich nicht gebrauchen. Oh, Schnellreiseort, den ich nicht benutzen kann. Geil. Denn wir werden gleich auf jeden Fall erstmal schnell reisen. Aber zu unserem Schiff. Und eventuell eine andere Quest anfangen. Aber eigentlich will ich hier rumlaufen. Das Problem ist, wenn ich jetzt irgendwie abkacke, dann habe ich ein richtig großes Problem. Ich sehe viele Ausrufezeichen. Jetzt habe ich einen Gruß. Ja, lauf vor mir weg! Toll. Weißt du, Bordsteinkante und ich komme da nicht rüber. Was für ein Lappen mein Charakter ist. Ich war schon mal ganz gut. Mein Gott. Kann ich hier wenigstens rein? Oh! Ein Safe Point! Ich bleib hier. Ich habe einen Safe Point gefunden, Freunde. Ich bin glücklich. Oh. Was hast du zu bieten? Munition. Dialogfähigkeiten, Schleichen. Visier erhöht die Waffengenauigkeit. Ah.
Computer hacken. Gerät erhöht kurzzeitig dein Lauftempo, wenn du taktische Zeit. Ja, gut. Oh, guck mal, Leichen. Ich fühle mich hier schon. Nein. Nein, 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 nein. Nicht diese. Oh, warum die Roboter? Warum diese scheiß Roboter? Ich glaube, ich muss nochmal zurück. Das hat irgendwie wenig Sinn. Modul. Ich glaube, ich brauche erstmal bessere Waffen. Aber ich will meine Bits auch nicht ausgeben. Ich bin so geizig. Resetting threat level. Sweet. Gott, ey. Wie viel die immer aushalten? Wie wenig ich aushalte? Bleib doch nicht stecken! Alles klar. Wir gehen mal zurück zu unserem Schiff. Ich glaube, ich mache erstmal eine andere Quest. Aber die Pistole ist schon mal gut, die wir bekommen haben. Wir haben eine Pistole hier rausgenommen. Aus dem ganzen Abenteuer. Gehen wir erstmal zurück. Was war das denn jetzt? Wir schnellreisen, hallo, Junge. Und ich muss schlafen. Puh. Wir müssen eventuell erstmal eine andere Quest machen. Hail, Captain. Your return time is within 14% of the expected value. Erstmal schlafen gehen. Junge! Oh. Alles hier am kaputt gehen. Viermal sechs Schaden? So, weil sie kaputt ist, oder was? Ich will reparieren. Jetzt lass mich reparieren. 21 Waffenteile. Junge. 17 Waffenteile. Na gut. Da müssen wir auch ein paar Sachen zerlegen. Zerlegungsbonus, oh. Okay, das ist noch alles fit. Ja, ich habe doch die ganzen Sachen zerlegt. Offensichtlich. Warum sind die dann immer noch hier? Stufe 7? Habe ich die alle eingelagert? Das sind auf jeden Fall nicht die Sachen, die ich gerade gefunden habe, oder? Ich glaube, das sind die Sachen, die ich eingelagert habe. Ja, ich habe die Mark-2-Pistole leider auseinandergeräumt. Ja gut, das war vielleicht ein bisschen scheiße. Gebe ich zu. Nein. Ja gut, ich habe jetzt die ganzen Äpfel mitgenommen, was soll's. So. Du kommst mal weg. Und du kommst mal weg. Bist du legendär? Technik plus 15, Wahrnehmung plus 1. Ja gut, aber brauche ich jetzt nicht so wirklich, ne? Nein, die Waffen sind nicht hier. Hä? Achso, Mülleimer hier. Nee. Was sind das für Waffen, die ich da habe? Seltsam. Mal sehen, was können wir davon gebrauchen? Dieser Mod betäubt und verletzt Angreifer im Nahkampf. Ah, nee, das. Fernkampf- und Waffenmod Magazin. Plasma. Na gut. Erhöht wohl. Ja, aber ich glaube, das geht nicht auf die Sniper rauf, ne? Ich glaube, das ging nicht auf die Sniper rauf. Was sind das hier für Waffen?
Granatwerfer, ja. Das sind Waffen, die ich ganz normal herstellen kann, oder? Keine Ahnung, wenn ich auf Tüfteln gehe, sind sie auch hier. Check ich nicht. Wo kommen die her? Okay, erhöht die Magazingröße. Ja, nee. Machen wir Magazingröße rauf. Habe ich ein bisschen mehr Munition drin. Ich könnte da jetzt natürlich dran tüfteln. Das kostet mich 1100 Bits. Und hier 69 Bits. Könnte ich den Schaden noch erhöhen. Aber es lohnt sich nicht, weil wir wahrscheinlich neue Waffen kriegen. Ich weiß es nicht, Leute. Weißt du was? Wir gehen mal ganz kurz ins Tagebuch und gucken, was haben wir denn noch für Aufträge. Mache Regenalt Shiny ausfindig. Das hört sich doch gut an. Da können wir ein bisschen questen. Ganz entspannt. So, Monarch. Nee, es muss echt eine andere Siedlung sein, die wir gefunden haben. Also, zu der sie hinwollen. Was heißt das? Komischer Planet. Egal, wir gehen mal nach Monarch. Achtung, Gefahr. Landeplatz von... Wo ist das Gefahr? Hier ist keine Gefahr. Ich will keine Gefahr. Was haben wir denn noch hier? Na gut, machen wir den Lehrer mal, was soll's. Gehen wir mal hier rüber. Achtung, Gefahr, ich bin gespannt. Oh, geile Animation. Message from Dr. Wells. We'd like to congratulate you on finding a route to Monarch. Zeig ihn mir auf dem Bildschirm an. Cascadia is utterly seething with dangerous, highly aggressive creatures, more than capable of tearing you limb from limb. You'd have to be a lunatic to land in Cascadia, and I'm reasonably certain I tested your brain for incipient signs of insanity. Trust me, talk to Gladys Kulkelly. Okay, ich werde mich auf dem Landeweg nach Stellar Bay durchschlagen. Sag mir, was du brauchst. You'll need to speak with Hiram Blythe. He's known as the information broker, and for good reason. If anyone knows where I can find those chemicals, it's Hiram. I need those chemicals to revive the Hope's colonists. They can help us fight back against the board. They can help us set things right. If we don't put a stop to the board, they're going to drive this colony toward a complete societal collapse. You'll see what I mean when you arrive on Monarch. Das Ding ist, ich könnte auch 10.000 Bits ausgeben und einfach die Passage, den sicheren Weg nehmen, aber ich muss ja eh questen und Level-Ups und so weiter. Sag mir einfach, was ich tun soll. You'll want to hire the services of a skilled guide. I recommend a hunter by the name of Neoka. Frequents the drinking establishments of Stellar Bay. Very hard to miss. Once you have everything you need, make your way to Hiram Blythe's compound. Ich möchte dir ein paar Fragen stellen. Come see me in my lab. I'll answer any questions you have. Ja, ja. Best of luck. Everyone on the Hope is counting on you. Captain? An unusual wavelength is coming through Monarch's aether wave frequencies. The Eternal is in us all. The OSI would have you believe that your place in society, indeed in the universe, is preordained. A man who works in the mines of Hephaestus, coating his lungs in mercury dust for not but a few bits a night, this fate is set in stone? When he dies young, coughing up black blood. His part in the grand plan? No, I say. Greatness is in everyone. Not just those so fortunate as to have been born into prosperity. That was unexpected and odd. Ich hab keine Ahnung, was er von mir wollte. Hörte sich wie ein Haufen Schwachsinn an. Ja, das war's doch. I am inclined to agree with your assessment. By which I mean, I have been systemically programmed to do so.
Okay. Dann gucken wir mal, was uns da erwartet auf dem Planeten. Huh. Auf dem Mond, besser gesagt. Achtung, Gefahr. Ich glaube, da kann ich auch später erst... Wir gucken mal, was wir hier vorfinden. Aber Achtung, Gefahr hört sich schon mal nicht gut an. Ich glaube, hier sind nämlich Gegner, die ein bisschen zu stark sind für mich. Ich könnte natürlich all meine Bits investieren in eine Waffe und sie dann alle wegklatschen. Aber, Leute, ich habe das Gefühl, ich werde was Besseres finden. Eine legendäre Sniperwaffe wäre mir schon ganz gelegen. Ach du Scheiße, hier geht's ja richtig ab. Wie viel Leben hast du denn so? Rein theoretisch kann ich doch euch von hier aus töten. Oh, ich glaube, jemand ist hier oben. Wir gehen woanders hin. Wir gehen woanders hin. Okay. Ich meine, der Planet ist jetzt noch ein bisschen krasser drauf. Okay. Wie wär's mit dieser Sanitätsmaschine? Felix und Parvati discussing the latest Aetherwave serial. Wie soll ich dafür nach oben? Achso, da gab es ja Informationen. So, Nachrichten für Alex Hawthorne. Haben wir die eigentlich schon mal gelesen, die, ne? Liste der ungelesenen Nachrichten. Von Bedford. Oh. Oh, ich habe bei meiner letzten Nachricht noch was vergessen. Ich schussel. Ich schicke dir noch eine Kopie meiner Lieblingsserie, die Weltraumabenteuer von Singularity Steel. Da geht es um einen verwegenen Weltraumpiraten mit einem Herz aus, naja, Stahl. Der Vorstand hat sie nicht wirklich abgesegnet, also zeig sie besser nicht deinen Spacers-Kumpels. Sie wird dir hoffentlich auf deinen Weg zum nächsten Abenteuer ein paar schöne Stunden bescheren. Ähnlichkeiten mit einer gewissen Person sind absolut gewollt. Zwinker, zwinker. Sag mal, sind hier alle eigentlich homosexuell? Kann das sein? Ich meine nicht, dass ich was dagegen habe, aber es ist schon ein bisschen seltsam. Ne, ich drücke komische Knöpfe. Hawthorne's. Achso, es gab nur das eine. Na gut. Hawthorne's archivierte Nachrichten ansehen. Von Bedford. Alter, die gehen ja richtig. Liebste Alex, die gehen ja richtig ab. Ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr es mich freut, endlich von dir zu hören. Deine Nachrichten war zum Totlachen. Ich bin entzückt, ob deines fabelhaften Sinns für Humor und deiner herrlichen Späße. Ich hoffe doch, dass dich dein Terminal in der näheren Zukunft nicht im Stich lassen wird. Ich habe übrigens die Kommunikationskanäle der Groundbreaker abgehört, um an die neuesten Informationen zu gelangen und habe dabei mitbekommen, dass du nicht auf dem Landeplatz von Edgewater gelandet bist, sondern mitten in der Wildnis. Was du nicht sagst. Du derber Individualist, du. Ich kann nur hoffen, dass dieser Idiot Thompson dir keinen Ärger gemacht hat. Alex, ich weiß nicht, wo du aufgewachsen bist, aber ich tippe mal darauf, dass es eine Scheune gewesen sein könnte. Denn jeder, der auch nur einen Funken Anstand besitzen würde, würde wissen, dass es unverzeihlich unhöflich ist, die begeisterten, aufrichtigen Nachrichten deines Freundes so zu ignorieren. Da war er schon tot. Lieber Alex... Hallihallo, ich hoffe, es geht dir gut. Es war mir eine Freude, dich letzte Woche wieder in meinem Büro begrüßen zu dürfen. Das mit der erneuten Beschlagnahmung und dem ganzen Chaos tut mir furchtbar leid. Wie konnte das nur ein zweites Mal passieren? Diese Terminals heutzutage furchtbar. So unzuverlässig. wie dein Schiff. Ich hoffe, du hast über die Sache nachgedacht, über die wir geredet haben. Du weißt schon, wegen dieses Welles-Typen. Ich will dich wirklich nicht drängen, aber ich habe dieses komische Gefühl, dass du ihn wirklich kennst. Und wenn du mir einfach sagen könntest, wo er sich denn aufhält, nun, das würde unserer Freundschaft doch wirklich zugute tun. Nicht wahr? Ich freue mich schon, dich bald wiederzusehen. Wingman. Zwinker-Smiley. Deswegen wurde unser Schiff übrigens beschlagnahmt, weil er wollte, dass unbedingt Alex mit ihm spricht. Es war mir eine Freude. Lieber Alex, hallo, ich bin es, Udom. Udom Bedford. Wir haben uns kennengelernt, als dein Schiff aus Versehen beschlagnahmen ließ. Weißt du noch, meine dummen, dicken Finger hatten mich mal wieder in Verlegenheit gebracht.
Ich hoffe, dir sind dadurch keine zu großen Unannehmlichkeiten entstanden. Für mich war unsere Zusammenarbeit eine echte Freude und ich bin dir so dankbar, dass du davon abgesehen hast, mich zu erwürgen. Du bist ein wahrer Gentleman. Solltest du dich jemals wieder im Luftraum von der Groundbreaker befinden? Naja, im Weltraum wohl eher. Dann schau doch mal vorbei, ich würde mich freuen. In The Last Hope gibt es Spectrum Wodka. Vielleicht könnten wir uns ja durch alle Farben durchprobieren. Also, uns mal so richtig die Kante geben. Die Lost Hope? Habe ich schon mal gehört. Ich weiß nicht mehr. Lost Hope? Hieß das Ding vorher so? Ich glaube schon. Oder vielleicht ist die Lost Hope ein anderes Schiff? Ich weiß es nicht mehr. Gesendete Nachrichten. An Hugh Bedford. Kein Grund, gleich rumzuschreien. Mein Terminal war kaputt. Hab wohl zu viel gesoffen und es versehentlich runtergeschmissen. Weißt du, wie das ist? Manchmal muss man einfach mal abgehen. Egal, ich sag dir nicht, wo Wales ist, also spar dir die Mühe. Gib mir Drink in der Lost Hope aus, wenn ich das nächste Mal da bin. Dann verzeih ich dir vielleicht. Vielleicht. Alex war ein krasser Typ. Von Thomas Kemp, danke. Hey, vielleicht mache ich mich mit dieser Nachricht total zum Affen. Ich habe die ganze Nacht damit verbracht, mich in den Handbüchern einzulesen, die du mir mitgebracht hast. Es kann gut sein, dass ich gerade ziemlich übernächtigt bin. Ich wollte dir nur danken, dass du den ganzen Ärger auf dich genommen hast. Du hättest mir nicht helfen müssen, aber hast es dennoch getan. Okay. Das hatten wir schon gelesen, ne? Ja. Von Jay Tennyson. Junlei, Parvati, so etwas mache ich eigentlich nicht, ganz und gar nicht, aber gut. Da war diese Maschine mit diesem wundervollen Klang, ein Brummen, achso, das ist die Nachricht. Ein Brummen, ein Zirpen, ein traumhafter Gesang. Doch nun hustet und pustet sie, denn irgendwas hängt fest. Diese grässlichen Blockade gibt mir noch den Rest. Was soll dieses Maschinchen nur tun? Und dann kommt diese Frau, die Zange ihrer Accessoire, mit kunstvoller Frisur und glänzendseidigen schwarzem Haar? Privat, die hatte kein schwarzes Haar. Sie spürt ein Ruckeln, Poll und Poltern in der Kaltluftzufuhr. Die Maschine bebt, denn sie will sie berühren. Was soll dieses Maschinchen nur tun? Sie spürt ein Ruckeln und ein Poltern in der Kaltluftzufuhr. Ich habe noch 5 weitere Strophen geplant, aber ich habe ein paar Schwierigkeiten mit einigen Reimen, also melde ich mich dann später wieder. Oh. Achso, das sind die aktuellen Nachrichten, klar. Jay Tennyson. Wir sprachen von alten Freunden, weißt du, und da musste ich plötzlich an Isabelle denken. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Ich weiß nicht, was sie dabei gedacht hat. Wir waren chaotisch, gut chaotisch, aber dennoch chaotisch. Ich bin jetzt ein besserer Mensch, als ich damals war. Ich wollte, dass du das weißt, auch wenn ich zu viel von dem alten Familienrezept trinke. Du bist echt ziemlich toll. Pava Sandgurdel, Gundel. Autokorrekt, was soll das? Ich hau dich klein. So müde. Vielleicht mache ich kurz die Augen zu. Okay. Wo ist jetzt die andere Nachricht verschwunden, die mir dankte? Protokolle. Titel. Schrumpfstrahler. Notiz an mich. Nicht vergessen. Nein, noch besser. Ada, erinnere mich wöchentlich an dieses Protokoll, bis ich dich bitte, es zu unterlassen. Ja, damit meine ich fortlaufend. Nein, Ada, nicht, wenn ich tot bin. Was ist das für eine dämliche Frage? Oh Gott. Oh, sie wird mich daran erinnern. Wie dem auch sei, oder nein? Nein, Ada, nicht wenn ich tot bin. Okay, gut, wenn der tot ist, hört auf. Wie dem auch sei, ich habe mit eigenen Augen eine beeindruckende, mächtige Waffe in Welles Labor gesehen. Die könnte ich mir ja einstecken. Wenn der alte Kauz mal wegschaut oder sie vielleicht einfach vergisst, vielleicht müsste ich auch bloß ein wenig netter fragen. Sie nennt sich einen Schrumpfstrahler, aber er hat sie mich nicht testen lassen, nachdem ich etwas ungehalten wurde. Er sagte, er habe sich von den Erfolgen anderer Wissenschaftler inspirieren lassen, die die Grenzen des menschlichen Wissens und der ethischen Maßstäbe vor ihm gesprengt haben.
Ich habe Gerüchte von derart sagenumwobenen Waffen gehört. Waffen, deren Möglichkeiten sich jenseits des Verstandes und der Wissenschaft erstrecken. Doch ich habe nie geglaubt, dass es sie wirklich gibt. Nachdem ich aber Welles Schrumpfstrahler mit eigenen Augen gesehen habe, muss ich mich fragen, ob nicht doch vielleicht mehr dahinter steckt. Es geht hier um legendäre Waffen. Okay, bei Welles gibt es eine legendäre Waffe, die ist übrigens an. Höchstwahrscheinlich, Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, gerichtet, die Waffe. Kommt wahrscheinlich von da. Titel Nummer 2, Hammerhart. Das letzte Mal, dass ich mich richtig besoffen, ich meine, ein paar Drinks in der Lost Hope auf der Groundbreaker genossen habe. Achso, Lost Hope ist die Bar. Okay, Udom war sehr großzügig mit den Getränken, er scheint in Ordnung zu sein. Habe ich ein paar Mardets über irgendeinen irren Wissenschaftler schwadronieren hören, der vor ein paar Jahren behauptet haben soll, eine gewaltige Entdeckung gemacht zu haben, die die gesamte Kolonie auf den Kopf stellen könnte. Die alte Leier eben. Aber hier kommt der gute Teil. Den Mardets zufolge hat der gute Wissenschaftler die ganze Zeit über von der Macht des Hammers oder so etwas gesprochen. Eine obskure, von einem wahnsinnigen Wissenschaftler erfundene Waffe mit einer geheimen Kraft. Das kommt mir bekannt vor. Es könnte eine weitere Waffe sein, die Welles inspiriert haben. Hier sind irgendwo Waffen verteilt, die Welles gebaut hat. Warum gibt Welles mir nicht einfach den Schrumpfstrahler? Möge er auf alle Zeiten im Labyrinth auf Tortaros versauern. Ich möchte anmerken, dass ich mich bei ihm für meinen Ausbruch entschuldigt habe. Meine 5 Ausbrüche. Aber beim Architekten nochmal, die Waffe liegt nur da rum und sie setzt Staub an. Ich hätte sie einfach nehmen und mich bei ihm bedanken sollen, ohne vorher um Erlaubnis zu bitten. Und ohne vorher um Erlaubnis zu fragen oder teure Geräte zu zertrümmern, als er mir sagte, sie seien noch nicht bereit und selbst wenn sie es wäre, würde er sie meinesgleichen nicht anvertrauen. Was soll das überhaupt bedeuten? Ich bin nicht vertrauenswürdig genug? Glaubt er, ich würde all die aufrechten und fleißigen Kolonisten einfach ausmerzen, wie so ein kompletter Psychopath? Ich gebe zu, fragwürdige Kontakte zu pflegen, aber ich folge meinem ganz eigenen, strikten Code. Was gibt es daran, nicht zu respektieren? Nichts, genau. Jetzt muss ich warten, bis Welles die Waffe vergisst oder einfach glaubt, sie verlegt zu haben. In der Zwischenzeit spüre ich weiteren Gerüchten über diese sogenannten Wissenschaftswaffen in ganz Halcyon nach. Wenn die Gerüchte stimmen, führt meine Spur zu den Schwarzmarkthändlern auf der Groundbreaker und in Fallbrook. Auf der Groundbreaker sind Schwarzmarkthändler? What? Suchbegriff Sam. Erstes Ereignis. Ergebnis zu Sam. Denk dran, du hast bei deinem letzten Job einen ausrangierten Reinigungs- und Wartungsroboter auf dem Schrottplatz in Emerald Vale gefunden. Es sollte kein Problem sein, den wieder in Betrieb zu nehmen. Mit ein paar wenigen, aber bedeutenden Modifikationen kann ich mir sogar eine kampffähige Variante vorstellen. Man könnte quasi von einer höchst effizienten Säuberungsmaschine sprechen. Das könnte lustig werden. Alex Hawthorne. Zweites Ergebnis zu Sam. Entfernung des Werksteils Seifen reinigen. Erfolgreich. Lieferung für den kampfmodifizierten Ersatzteil Säurereiniger verzögert. Projektverzug jetzt auf 3 Monate geschätzt. Ich habe ja sonst nichts Wichtiges zu tun. Oh, halt, stimmt. Ja, gar nicht. Drittes Ergebnis zu Sam. Ah, da sind wir jetzt. Ich glaube, die Lieferung kommt nicht mehr. Das Teil ist im Transit verloren gegangen und wird so bald nicht hier eintreffen. Aber es gibt auch gute Neuigkeiten. Ich habe von einem Typen gehört, der ein Mädel kennt, die den Händler kennt, der weiß, wo ich einen Säurereiniger mitgehen lassen kann, der mir für die Info viel zu viel Kohle abgeknöpft hat. Das Teil wurde an eine alte Lagereinrichtung in Roseway geschickt. Wer hätte gedacht, dass ich mal in das Drecksloch zurückkehre? Zum Glück ist Auntie Cleo schon seit Jahren daraus. Ich hole mir noch einen nach dem nächsten erneuten Halt in Emerald Vale. Welles will, dass ich irgendeine wichtige Person begleite. Details folgen später. Okay, wir haben das alles durchgelesen. Mein Mund ist so fusselig. Alter, hab ich später nur versprochen. Säurereiniger.
Ich möchte mal ganz kurz auf die Brawlbreaker zurück. Wir können auch zu Phoenix Labor mal vorbeischauen. We've arrived at the Groundbreaker. Yep, und das war's mit der heutigen Geschichtsstunde. Wir haben eine Menge Zeit daran gerade verbraucht, dieses Terminal durchzulesen. Es hat uns um einiges weitergebracht und wir haben ein Bild von Alex bekommen und auch von, wie hieß der nochmal, der andere Typ da, der in ihn verliebt ist anscheinend. Der Schnurrbart-Typi. Ja, in der nächsten Folge werden wir uns um das Problem Damage kümmern. Wir werden uns in ein Abenteuer begeben, um eine Waffe zu suchen, die diesen Gegnern vielleicht doch gewachsen ist. Bis dann, haut rein, ciao.